Je breiter der Lenker ist, also 780 zu 800 mm. Hi, ich bin's mal wieder, Marc von Ride First. Und nach unserem kleinen Ausflug auf dem Bike Festival in Willingen, direkt hier zwei Orte weiter, bin ich jetzt wieder zu Hause und möchte ein Thema mit euch besprechen, was sicherlich schon oft in Artikeln oder Videos auch angesprochen wurde. Es geht um die Lenkerbreite. Ich fahre seit über 25 Jahren Mountainbike und habe das deswegen auch die Entwicklung mitbekommen und möchte euch jetzt mal quasi meine subjektive Meinung dazu geben. Es ist kein total wissenschaftliches Video und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal in den Kommentaren eure Meinung und eure Erfahrungen dazu äußert. Wie seht ihr diesen Trend, den es ja seit vielen Jahren, seit über 10 Jahren gibt, zu sehr breiten Lenkern? Also die Rede ist so von 800 mm, 780 mm. Und seht ihr da vielleicht auch wieder einen Gegentrend? Geht es wieder hin zu schmaleren Lenker? Ich bin mal ganz gespannt, wie ihr dazu denkt und möchte euch jetzt mal erzählen, wie ich das für mich so vom Wohlfühlgefühl einfach messe, gucke und dann gegebenenfalls auch Lenker mit der Säge, mit der Eisensäge bearbeite. So, das Enduro-Bike kennt ihr ja, das Instinctive und 160 mm vorne hinten, also schon Fahrrad auch fürs Grobe, Bikepark, technische Trails und so weiter. Und auch mit einem modernen Cockpit könnte man sagen. Kurzer Vorbau und breiter Lenker, also 87 mm. Ist ja schon etwas ergonomischerer von SQ-Lab, aber diese Breite ist halt, sag ich mal, relativ typisch für diese Fahrradgattung, für diese Mountainbike-Gattung. Und jetzt wäre natürlich die Frage, klar, macht das überhaupt Sinn für uns Individuen? Denn jeder hat ja andere körperliche Gegebenheiten und ein Fahrrad kommt aber in der Regel von der Stange. Das heißt, da muss man sich dann entweder anpassen ans Fahrrad oder man kann das Fahrrad ändern. Und jetzt kommt so ein bisschen mein Erfahrungswert. Also hätte man mich vor 10, 12 Jahren gefragt, hätte ich auch gesagt, oh ja, cool, 760, 780, 800, oh cool, breit, mehr Kontrolle, finde ich gut. Und natürlich vielleicht für kleine Menschen oder auch Frauen, da gibt es ja dann noch schmalere Lenker, aber generell habe ich das recht unkritisch gesehen. Und über die Jahre habe ich aber dann festgestellt für mich, dass ich doch gerne wieder schmaler fahren will. Für die, die länger dabei sind, also in den 90ern oder auch danach, wurden teilweise Lenker mit 650, 660 mm gefahren. Ich glaube, Sabine Spitz, die Olympiasiegerin, ist sogar 590 gefahren. Also sehr, sehr schmale Lenker. Und damals, als ich so sozialisiert wurde mit Freeride-Videos und Downhill und so, da war 700 oder 720, war schon mega breit. Und ja, jetzt ist die Frage, wie komme ich dazu zu sagen, ich will es doch wieder etwas schmaler haben? Und ich würde es auch vielen empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Und zwar habe ich festgestellt, wenn ich so intuitiv meinen Lenker greife, dann habe ich eine entspannte Haltung auch in den Schultern. Und ich habe jetzt auch nicht die mega breiten Schultern. Und je breiter der Lenker ist, also 780 zu 800 mm, desto mehr gehen meine Arme auseinander und dann habe ich hier auch eine Bewegung im Schultergelenk. Und das fühlt sich für mich unergonomisch und ineffizient an. Und intuitiv greife ich wieder etwas weiter innen. Und dann habe ich natürlich hier immer so ein Stück Lenker, was ich gar nicht brauche. Also kann ich den Lenker auch kürzen. Also ich fahre ganz gerne so 720 bis 740 mm. Es kann auch, wenn man es absägt, kann man natürlich gucken, ob man noch was dazwischen nimmt, aber das gefällt mir ganz gut. Und mir ist aufgefallen, dass viele von Profifahrern auch schmaler greifen. Klar, bei den Slopestyle-Profis, die immer so Barspin-Tricks machen, die haben einen sehr langen Griff auch. Die brauchen viel Fläche, um den wieder greifen zu können. Das ist dann normal. Aber auch bei anderen habe ich gesehen, dass wenn sie einen sehr breiten Lenker fahren, dass sie doch weiter innen greifen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt. Ich habe jetzt hier mal einen alten Lenker rausgekramt, so mit 700, 710 oder so. Da seht ihr schon, klar, der hat auch mehr Rise, der geht höher. Aber der fühlt sich für mich schon ergonomischer an, weil ich nicht immer breiter hier mit den Schultern gehen muss. Und ja, trotzdem habe ich eine gute Kontrolle. Jetzt habe ich letztens in einem Magazin gelesen, Enduro-Profis
Interview mit dem deutschen Meister Christian Textor. Er schrieb, er fährt 760 und weiß aber, dass viele in der Enduro World Series noch schmaler fahren, also wahrscheinlich 740 und so weiter. Nicht wegen den ganz schmalen Trails, sondern einfach, weil es sich für die besser anfühlt, auch von der Kontrolle und so weiter. Ja, da müsst ihr mal individuell schauen. Schreibt mir mal rein, wie breit ist euer Lenker? Habt ihr das verändert? Habt ihr euch einen breiteren dran gemacht oder habt ihr euren gekürzt? Seid ihr da noch ein bisschen in der Probierphase? Ja, finde ich super spannendes Thema. Also meine These wäre, wieder zurück zu den etwas schmaleren Lenkern und 800 für alle passt nicht. Das ist keine neue Sache, aber ja, mich interessiert mal, wie ihr das für euch quasi messt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.